Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute auf meinem Kanal. Wir spielen mal wieder eine Runde Discover Timolia, mein Projekt, was ich ja vor einem guten Jahr angefangen habe, wozu vorgestern ja ein neues Video kam. Genau, und zwar spielen wir heute den anderen neuen Modus, und zwar Arcade, mit dem lieben Sir Pauste. Hey, hi. Und mit dem lieben Matthias. Hi. Genau, und zwar sind wir mal wieder wie in jeder Folge hier am Spawn und tippen uns hier User mal zu Arcade. Joined your channel. Wir nehmen gerade auf. User was moved out of your channel. Und zwar ist es dieser blinkende Block hier. Da gehen wir einfach mal hin. Genau, und das ist auch schon die Lobby hier. Da oben steht Arcade, ganz toll. Und hier sind die ganzen Lobby-Schilder und wir gehen einfach mal in irgendeine Lobby, die gerade startet. Warte mal, wir sehen uns einfach nach einem Cut gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir jetzt auch schon im Game. Ja, und zwar befinden wir uns hier gerade in einer Spectator-Phase, weil die Timolia-Lobbys, die Arcade-Lobbys, die laufen den ganzen Tag durcheinander weg, weil man kann immer wieder reinschauen, wann man Bock hat. Genau, und zwar sehen wir unten im Inventar drei Items. Einmal Arcade, hier kann man seine Lieblingsspiele voten. Und die Spiele, die kommen jetzt alle hintereinander weg. Also Rubik's Cube als nächstes, Quiz, One vs. One und so weiter. Ja, es ist halt einfach nur sozusagen Mario Party auf eine andere Weise halt sozusagen. Es sind viele Minigames. Viele coole Minigames, auch ein paar Spiele sind aus dem normalen Spielbetrieb von Timolia. Zum Beispiel es gibt Mini-DNA. Und es gibt ja auch den ganz normalen DNA-Spielmodus. Genau, und wir werden jetzt gleich TP in ein richtiges Spiel. Dort können wir dann gleich teilnehmen. Gleich mal ins größte Dreckspiel, was der Server zu bieten hat. Und zwar das ist so Cube. Bullshit. Ich hasse es. Das ist halt echt ich bleib so. Stehen, Alter. Und zwar wird hier gleich random dieser Würfel in irgendwelche Positionen gedreht und man muss ihn halt sozusagen richtig drehen. Es ist eigentlich cool gemacht, dass sowas in Minecraft überhaupt möglich ist. Muss ich ja schon mal sagen. Aber ich mag den Modus halt einfach nicht. Ja, bei mir, ich hake jetzt schon an dem hier. Hä? Okay. Das... Okay, GG, ich hab den komplett verkackt. Hey, du kannst es hier zurücksetzen. Reset Cube, okay. Aber bei mir ist gerade richtig schlimm. Es bewegt sich nicht in die Richtung, wo ich will. Du musst da auch hinfliegen, wo du willst. Das ist ach also, nee. Du musst in die Richtung auch schauen. Und jetzt einmal... Oh. Na, hä? Warum hat's den gedreht? Ah, okay. So, perfekt. Haben wir den nächsten? Ich hab noch gar keinen. So, den müssen wir jetzt da lang drehen und den. Na! Oh. Na, hä? Das ist manchmal so komisch. Okay, nächsten. Ja, bei mir dreht es nie in die Richtung, wo ich hin will. Na, du musst doch da hinschauen. Ja, ich schau ja hin, das ist das Problem. Okay, das ist komisch. Na, bei mir klappt das. Bei mir klappt es jetzt gerade auch. Ui, was ist denn das hier? Okay, wir drehen den ja erstmal so rum, dass wir den bearbeiten können. Nicht so. Okay. GG. Es ist auf jeden Fall, laut meines Wissens hat MC Expert diesen Spielmodus selber gecodet. Und ich muss echt sagen, das ist schon echt krass gemacht, so einen Zauberwürfel halt in Minecraft bewegen zu können. Das finde ich halt, Timolia ist halt immer noch so ein Server, der halt ein bisschen anders ist. Als so jeder random Server, der Bad Wars, Sky Wars und sowas bringt. Ja, finde ich eigentlich schon ganz cool. Auf jeden Fall verkacke ich diesen Modus immer. Ach. Ja, ich hab gewonnen. GG. Ich sag jetzt gar nichts. Ich denke, wir werden so die Aufnahme machen, bis wir 10 Minuten haben, sprich nach 7 Minuten. Weil man kann, wie gesagt, hier pausenlos die Modis ineinander wegspielen. Ja. Genau, jetzt gibt's den Spielmodus Quiz. Hier werden uns irgendwelche random Quizzes gegeben. Und wir müssen dann einfach nur schreiben in den Chat. Minus 104. Was ist denn das? Alter. Plus. Achso, das ist eine Klammer. Ja, hoffentlich gucken keine Leute meine Videos. Also keine aus meiner Klasse. Außer Candy. Ich habe keine Ahnung. Ich schreibe es einfach mal hin. Ich weiß es nicht. Alter, fuck. Ja, ich hab's richtig, tatsächlich. Nee, oh, was annähernd. Oh, ich hab mich vertan. Was? Ich war du falsch. 6, 619, 6, ui, ja. Falsch. Also wie viel Plötzlich? 25. Oh, das weiß ich. 5.
Oh, Walle ist uns gerade hinterher getrennt. Mach einfach mal. Wie viele Texte? Kann ich mir schlecht vorstellen. 8000. 10.000, Leute, ich hab 3000. Ich hab 4000. Wie viel Uhr ist es? Ja, das ist halt immer ein bisschen kacke zu bestimmen. Ah, warte mal, da gibt's ja bei Label mal so eine Glock, ist es nicht so? Nee, die geht nicht. Warte. Oh, das ist komplett falsch, glaube ich. Ich habe einfach mal auf 22 Uhr getippt. Oh fuck, ich soll da mal ändern. Oh, ich bin so dumm. Musst du übrigens. Als ob? Alter, 21:33, GG. Zähle, wie viele dieser Mods lassen sich aus Projekten zusammenbauen? Aber frei aus der Hand. Das war, glaube ich, zu viel. 9 waren, ich hatte 8. Dritt. Ich hatte einfach 6. Rechne. Na, was mach ich? Kinder. Scheiße. Okay, ja, Punktlandung. 461. Hä? Ich hab mich. Bin ich endlich. Okay, jetzt habe ich meine Mathe-Skills wieder rausgeholt, Kappa. Wie viele Mobs können wir? Ich rate einfach. Das müssten. Ich hab 12. 19. Was? 19? Ich hab, boah, ich hab erst 17 gemacht. Ich hab auch 17. Ich war bei 12. Okay, das waren vorhin 21:33 Uhr. Dann ist das jetzt ungefähr. Machen wir einfach mal so. Ich führe übrigens gerade. Hä? Okay, keine Ahnung. Ich hab 23 Uhr gemacht. Ja, ich war bei 23. Dieses etwas. Ja, keine Ahnung. Ich hab mal 400. Ja, es waren safe mehr. Keine 400. 800, holy shit. Ah, ich war bei 6000. Ich war bei 1400. Zähle. Frage 9 von 8. Alles klar. Ach, stechen, okay, jetzt geht's um stechen, okay. Jawohl, Punktlandung. Wirklich? 8. Hä, ich easy. Hä? Bei mir stand eine Punktlandung. Aber es sind 9 und ich habe 8 eingegeben, okay. Ach, dann warst du wahrscheinlich die Punktlandung. Ah, okay. Mhm. Gut, ich bin aber immer ein Erster geworden. Oh, Hex. Okay, jetzt ist One vs. One, jetzt wird random die Farbe zusammengestaltet. Matthias, also, das ist unfair. Hey, ich kann halt nichts. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Also hier geht jetzt irgendwo die Farbe so zueinander, mit denen muss man dann halt kämpfen. Ja, ich muss jetzt gegen Matthias kämpfen, das ist ja schön. Okay, ich habe meinen Gegner weggekombot. Jetzt muss ich gegen Paul. Geh doch. Okay, ich habe meinen Gegner weggekombot, also gegen Tony. Ja, ah! Jawohl! Ah, Hex. Okay, jetzt muss ich warten, bis die hier fertig werden. Jetzt hab ich erstmal kurz noch frei los. Ah, mit Rod jetzt. Mit Rod, nee, gegen Walle, oha! Walle wird das Video bestimmt schauen. Deswegen gehen Grüße raus an dich. Der weggekombot von No Man. Oh ja, ich habe ihn bekommen. Bin im Finale gegen Matthias. Ja, aber jetzt hast du verloren. Oha! Gegen meinen derzeitigen Varo-Teammate. Was für ein Varo? Bezüglich des Varo, das lade ich nicht hoch, weil es passt momentan nicht zu meinem Kanal. Erster, GG. Alle Fights gewonnen, richtig gutes Gameplay bis jetzt. Ninja Tony hackt. Was ist incoming? GG. Ficken auf Aufnahme. XD! Okay, Cube-Bilder. Ja, das ist zum Beispiel ein Modus, den ich leider nicht verstehe. Meine Bedarfung. Okay, man muss den. Ach so, man muss einfach nur den größten Block bauen, den es gibt. Ja. Hä? Alter, das. Aber das nicht über die Umrandung. Also so. Du darfst nicht so weit bauen, sonst hast du verkackt. Sonst hast du weniger Punkte. So. Genau. Also fang am Anfang an mit einem 2x2 Cube und dann bleib dabei. Das sind bestimmt Pro-Tipps von. Ja.
Also ich will dich jetzt gar nicht schlecht machen oder so. Nee, also willst du mir gut ich gewinnen. Schenken, ne? Genau. Gut. Das ist echt nett von dir, Paul. Bitte. Dafür verlinke ich dich auch immer auf Twitter. Für Twitter. Ach, süß. Man müsste sogar, bei meinem Mikro muss man sogar meine Tastatur nochmal, meine Maus gerade hören. Was? No, ach so, okay. Jetzt verstehe ich den Modi. Der muss immer größer. Ah. Ja, der Moment wird er einfach wirklich, wenn er einen 10x10 Cube machen will. Oh, Leute. Schafft man nicht, 9x9 ist höchste. Erstmal im Game. Der Client kann er mal schicken. Erstmal im Game Mode fast runtergeflogen. Also, ich glaube, dass mehr als 9x9 nicht drin sein kann. Es geht selbst 9x9 ist nicht ordentlich, also da musst du echt richtig rein chittern. Also, damals habe ich immer 9x, also 9er Ding. Ich habe jetzt einen fertigen Würfel. Ja, aber ein 6x6er Würfel. Hä? Ja, aber die Markierung ist jetzt fertig. Ja, aber du kannst aber noch weiter, dann erweitert sich die Markierung. Oh, ich hab mich verbaut. Aber du darfst nicht zu weit bauen, weil wenn du den Würfel nicht schaffst, dann hast du Probleme mit den Punkten. Ich hab verloren, ich hab versehentlich verbaut. Es ist halt echt cool, wie dieser Spielmodus so gemacht ist, weil. Oder also allgemein Arcade. Macht richtig Bock, das zu zocken. Ich habe versehentlich einen 9x9 angeschaut. Ja, ich habe 7x7er Würfel. Soll ich 8x8 noch probieren? Hast du noch? 8x8 könnte drin sein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich verkackt. Ich hab mich verbaut. Ah, ich bleib bei 7x7. Mit einem 10x10er Würfel. Oh, fuck. Nee, 8x8, glaube ich, geht sich nicht aus. Ich habe auch 7x7 nicht. Hätte ich geschafft. Ich hätte sogar 8x8 geschafft, ich habe mich einfach verbaut. 9x9. 13. GG. Oh Mann. Ja. Es ist auf jeden Fall, die Spiele werden, wie gesagt, immer hintereinander reingereiht. Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt schon bei 11 Minuten sind. Mini-DNA. Ja, wir zocken nochmal Mini-DNA. Was kommt danach? Danach kommt Kalok-Lok. Ah, das muss. Okay, jetzt zeige ich noch. Wir zocken erstmal noch Mini-DNA. Was DNA ist, habe ich ja schon mal in einem anderen Video gebracht. Ja. Achso. In so ein. Man muss sozusagen immer auf seinen eigenen farbigen Blöcken hochspringen. Ich glaube bis zu, lass mich nicht lügen, 15 oder 13? Bei dem. Oh, keine Ahnung. Du kannst jedenfalls deine Spawnpunkte sichern. Ja, man kann seine Spawnpunkte mit dem Linksklick auf den jeweiligen Block saven. Alter, ich weiß noch die Zeit, wo ich zu den Schaffnern war. Aber je mehr man saved, desto länger dauert es, bis neue Blöcke spawnen. Alter, warum verkacke ich gerade so? Ist eigentlich ein ganz cooles Prinzip, finde ich. Aber... Ja, das ist halt, es ist halt ein bisschen schade gemacht, dass man sich, dass man halt, dass halt andere Blöcke manchmal im Weg stehen. Aber gut. Ich bin so schlecht gerade, ne? Ja, ich auch. Ja, also Jump League könnte ich in der Verfassung nie gewinnen. Gigi. Ja, Jump League. Ach, ich war Höhe 7. Hui. Okay, dann zeige ich euch jetzt nochmal den letzten Spielmodus, und zwar ist das Turmspringen. Okay, hier habe ich wahrscheinlich gerade falsch geguckt. Beim Turmspringen geht es darum, ihr seht es ja jetzt schon auf F5, es gibt hier verschiedene Wasserlöcher. Es gibt 3x3 Wasserlöcher, die geben einen Punkt. Dann gibt es 2x2 Wasserlöcher, das sind die da. Die geben 2 Punkte und dann gibt es 1x1, also halt ein Block nur Wasserloch. Die geben plus 3 Wasser, plus 3 Punkte. Wenn man aufs Gras springt, bekommt man Minuspunkte, jeweils einen. Und ja, auch hier ist halt gefragt, wer die meisten Punkte hat, gewinnt den Modus. So, man kann ja natürlich auch Safe spielen. Walle ist zum Beispiel einer, der spielt oft auf Unsafe, also auf die Einerblöcke. Ich auch. Ah, das ist, finde ich, zu riskant. Mal bei dem da probieren. Mit Optifine geht es relativ gut, GG. Uiuiui, ich hab's nicht geschafft, schade. Vom Ender. Walle ist schon. Und wieder. Riese. Ich bin abgerutscht. Walle ist schon bei 12, wie ihr rechts oben seht. Weil... Ja, ich habe die ganzen Labby-Mod-Sachen an, aber das brauche ich halt immer wieder. Aber also bei dem Modus hier. Nicht unbedingt. Oh, verdammt. Oh, nee. Ich
hab's wieder geschafft. Wow, ich verkack grad nur. Sind hier mal noch irgendwelche, die man noch reicht? Oh, ich hab ein Dreier-Dinger. Ich hab halt so einen richtigen Dreier getroffen, richtig nice. Komm. Ich hab mich grad gar nicht mehr. Zwei holen wir uns. Die da hinten, die sind halt niemals so erreichbar, das ist halt ein bisschen schade, aber gut. Was ist denn das? Wir probieren einfach den Dreier just for fun mal. Jawohl, geschafft, nice. Drei nee. Dinger. Oh, jetzt wäre ich auch gerade. Walle hat schon 22. Props an dich, falls du das Video guckst. Hey. Boah, zu weit. Bad, was schwitzt du? Okay, das war's. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, verlassen wir jetzt mal die Lobby. Denn das war's mit der heutigen Aufnahme für den Spielmodus Arcade. Und das war's dann auch erstmal für Discover Timoja bis zum nächsten Spielmodus, der kommt. Wie man hier am Spawn sieht, wird es vielleicht bald einen neuen Modus geben. Teaser, Mindception, keine Ahnung. Ich werde mir vielleicht mal Premium holen, weil um mal zu gucken, was es für ein Modus ist. Habe ich auf jeden Fall. Ah. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr dabei wart. Jo, kein Problem. Wieder mal sind eure beiden Twitter-Accounts natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt die beiden aus und lasst ein Follow bei beiden da. Ja, falls euch das Video gefallen hat, natürlich ein Like oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt und keine Videos verpassen wollt. Gut, genug gelabert, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut rein und ciao. Ciao. Tschüss.